Vielleicht hast du in deinem Freundeskreis einen BWL-Justus. Vielleicht bist du sogar selber einer. Eventuell hast du dann auch schon mal was vom Consulting gehört und wie es angeblich die höchste Entwicklungsstufe der Menschheit ist. Wir haben euch gefragt, die Community, und ihr habt es euch gewünscht. Wir fragen heute, ist das wirklich so? Ganze Heerscharen an BWL-Studenten träumen eines Tages mal davon, in der Beratung zu arbeiten. Es locken fette Gehälter, spannende Learnings und ganz viel Prestige. Doch zuerst einmal, was macht so ein Berater eigentlich den ganzen Tag? Im Grunde genommen sitzt man als junger Berater meist mit seinem Team monatelang bei unterschiedlichen Firmenkunden und berät diese. Deshalb auch Berater, logischerweise. Da geht es dann zum Beispiel darum, das Pricing anzupassen, Kosten zu senken, aka Leute rauswerfen oder eine riesen Wachstumsstrategie für einen globalen Konzern sich auszuknobeln. Was daran so toll sein soll, haben wir Heinrich von Firm Learning und ehemaliger Strategieberater gefragt. Ich denke, es gibt kaum ein anderes Umfeld, wo man so nah dran ist an dieser Vielseitigkeit der Themen und gleichzeitig, und ich denke, das unterscheidet Beratung beispielsweise vom Investmentbanking, dass man eben eigentlich ab Woche 1 auf den allermeisten Projekten einen tiefen, intensiven Kundenkontakt hat. Es ist überhaupt nicht unüblich, direkt in der ersten Woche möglicherweise sogar alleine in Kliententerminen zu sitzen mit halt sehr senioren Klienten. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Bestandteil der ganzen Learning Opportunity, die es in der Beratung eben gibt. Aber da kommt auch schon der erste Kritikpunkt. Wie sollst du als junger 21-jähriger Berater, der keinen Plan vom Leben hat, gestandenen Managern Tipps geben, wie sie ihr Unternehmen zu führen haben? Die Antwort ist klar, kannst du natürlich nicht. Die wirklichen Ratschläge kommen am Ende des Tages von den sogenannten Partnern, also den senioren Mitarbeitern in den Beratungsfirmen. Als Juniorberater ist dein Job eher, die Ratschläge von den alten Hasen zu quantifizieren, auszuschmücken und auf PowerPoint-Slides zu klatschen. In Excel und PowerPoint rumzumuckeln ist natürlich auch cool, aber schon was anderes als jetzt globale CEOs zu beraten. Wie ist so eine Beratung aufgebaut? Wer sind die Männer und Frauen mit der meisten Macht? Kevin John, der 3 Jahre lang in der Strategieberatung gearbeitet hat, erklärt uns die Hierarchien. Wir haben Junior Consultants, Consultants und Senior Consultants. Manchmal heißen die auch anders, zum Beispiel Junior Fellows, Fellows und so weiter oder Associates, Senior Associates. Aber es gibt diese 3 Stufen und die unterscheiden sich nicht so stark in dem, was sie eigentlich machen. Als Senior Associate oder Senior Consultant hat man manchmal schon Management-Erfahrung für Juniore-Teammitglieder. Danach Projektmanager, also quasi der Kopf des Projektteams. Der fungiert auch als Schnittstelle zwischen dem Kunden, dem Projektteam und den Partnern. Das sind nämlich die beiden letzten Stufen. Einmal der Principal, das ist so eine Zwischenstufe zwischen Projektmanager und Partner. Und am Ende dann eben der Partner, die Partnerin, also eine Frau oder ein Mann, die verantwortlich sind dafür, Projekte zu verkaufen für die Beratung und diese Projekte dann auch erfolgreich durchzuführen, damit am Ende dann auch der Kunde, der viel Geld ausgegeben hat für diese Beratung, glücklich damit ist. Ach so, ja, und dann gibt's natürlich noch die Praktikanten, also die Leibeigenen für sämtliche Slide-Formatierungsarbeiten, auf die kein anderer Bock hat. Doch kommen wir mal zu der wohl berühmtesten Frage überhaupt, gleich nach der Gehaltsfrage. Arbeitet man in der Beratung wirklich so krank viel? Naja, kommt halt auch irgendwie drauf an, wie man krank viel definiert. Geneigte Zuschauer unseres Kanals gehören ja überwiegend zu den Menschen, die glauben, dass eine 40-Stunden-Woche einen Halbtagsjob konstituiert. Bei solche High-Performer sind die 60 bis 70 Stunden, die man im Consulting schrubbt, natürlich nicht so beeindruckend. Für den Durchschnittsdeutschen wahrscheinlich schon. Die gute Nachricht, Wochenenden sind meistens frei und mit dem Wechsel hin zu mehr Homeoffice sind auch die Arbeitszeiten in der Beratung entspannter geworden. Man muss weniger zu sinnlosen Terminen anreisen, die man auch einfach mit einer Technologie namens Videotelefonie durchführen kann. Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay. Da kann es schon mal vorkommen, dass der ein oder andere Investmentbanker einen neidisch anschaut, wenn man ihm erzählt, dass man diese Woche nur 60 Stunden gearbeitet hat. Die Frage ist, ob sich seit Corona etwas verändert hat in der Beratung. Und das ist sicherlich zu bejahen. Das alte Modell sei so, dass man Montag bis Donnerstag beim Klienten war, Freitag zu Hause. Das hat sich verändert. Und wie sich das verändert hat, da gibt es große Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen, Ländern, zwischen den verschiedenen Firmen und selbst innerhalb der gleichen Firma, abhängig von den verschiedenen Teams. Bei den MBB-Beratungen, McKinsey, BCG, Bain, ist es nicht unüblich, dass wenn man nicht beim Kunden ist, weil der Kunde das vielleicht auch nicht will, weil er Homeoffice hat, dass man dann trotzdem zusammenkommt und eben in einer der Bürostandorte sich dann co-located. Der Nachteil davon oder der Vorteil, je nach Perspektive, ist, dass man eben trotzdem weiterhin reist, aber dann sich eben intern in Büroräumlichkeiten trifft. Das war so früher eher unüblich. Es war eher selten, dass man wirklich mehrere Wochen gemeinsam ohne Klientenkontakt verbracht hat. Heute sind eben auch in der Beratung Zoom-Konferenzen, Microsoft Teams und so weiter viel verbreiteter. Aber stopp mal ganz kurz. Von welchen Firmen reden wir denn hier eigentlich genau? Schließlich nennen sich die Leute am Frontresen der örtlichen Sparkasse ja auch Berater.
Wenn wir wie hier in diesem Video über Strategieberatung oder auf Englisch Management Consulting sprechen, gibt es klare Hierarchien der Firmen. Nicht jeder, der sich Berater nennt, ist tatsächlich einer und der Arbeitsalltag von Strategieberatern kann sich grundlegend von denen der falschen Beratern unterscheiden. Die Spitze der Hierarchie, quasi die Champions League, bilden MBB. Das sind die Tier 1 Beratungen. MBB steht hier für die Abkürzungen der Firmen, also McKinsey, Boston Consulting Group, genannt BCG, und Bain & Company. Das sind die international prestigereichsten. Danach kommen die Tier 2 Beratungen. Diese sind meist weniger global als Tier 1. Das heißt, in Deutschland oder Mitteleuropa sehen die Tier 2 Beratungen anders aus als zum Beispiel in Asien oder den USA. In ihren jeweiligen Märkten sind sie aber dennoch top und konkurrieren oft mit MBB um die jeweiligen Deals. In Deutschland gehören zu den Tier 2 Beratungen klassischerweise ein Roland Berger, Strategy End, Kearney und Oliver Wyman. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass es eine ganze Reihe an Boutique-Beratungen gibt, die sich auf ein bestimmtes Themenfeld spezialisiert haben und einfach in ihrer Nische führend sind und sich somit nicht einfach in dieses komplette Tier-Ranking einordnen lassen. Nach Tier 2 kommen dann die Tier 3 Beratungen. Dieses Ranking ist dann aber auch wieder marktabhängig und die meisten Tier 3 Buden haben sich wieder auch auf irgendwelche speziellen Industrien fokussiert, bla bla bla, deshalb lassen wir das weg. Man kann insgesamt sagen, dass die Lücke zwischen Tier 1 und 2 nicht so groß ist. Zwischen Tier 2 und 3 aber schon ein deutlicher Unterschied herrscht bezüglich Aufgaben, Gehalt, Prestige und Arbeitszeiten. Doch reden wir mal über das, was uns am meisten interessiert. Das Geld. Als Berater verdient man nicht schlecht. Berufseinsteiger steigen nach dem Bachelor bei den großen Adressen schon oft mit über 60.000 Euro Jahresgehalt ein, ohne Bonus. Nach einigen Jahren im Beruf wächst das dann schnell auf über 100.000 Euro an. Also ungefähr der Bereich, ab dem ihr diesen Kanal ja abonnieren dürft. Hört sich alles erstmal super an. Es gibt aber wie immer einen Haken. Nein, einen Haken. Rechnet man sich den Stundenlohn aus, ist er gar nicht mal so astronomisch hoch. Man muss also die nötige Leidensfähigkeit mitbringen und die Bereitschaft, das eigene Leben für ein paar Jahre hinten anzustellen, um diese Gehaltsentwicklung mitnehmen zu können. Ein Hauptargument für den ganzen Zauber sind die Exit-Optionen. Wenn du einmal für ein Jahr oder so bei einer Top-Beratung warst, stehen dir viele Türen für weitere, noch interessantere Karriereschritte offen. Das ist gut, weil Beratung ist die BWLer-Branche. Das heißt auch, du kannst dann mit deinem Lebenslauf auch in fast alle Top-Positionen gehen, die man halt so als BWLer machen kann. Manche gehen nach der Beratung in die Industrie, in der sie Projekte durchgeführt haben. Das sieht man zum Beispiel bei manchen DAX-Vorständen. Paar Beispiele. Der CEO der Deutschen Post, Frank Appel, der ehemalige Daimler-Chef Wolfgang Bernhard oder die Telekom-Vorständin Claudia Nehmert waren alle vorher bei McKinsey. Andere nutzen die Strategieberatung als Sprungbrett für noch ambitioniertere Karrieren und wechseln ins Private Equity. Wenn dich das interessiert, klick mal hier auf unser Video über den einzig wahren Job für High Performer. Hier gibt es auch wieder unzählige Beispiele. Ich meine, guck mal, hier, wenn ich auf LinkedIn einfach bei Past Company die ganzen MBBs eingebe und bei Present Company die Megafunds im Private Equity, kommen allein hier schon mehr als 400 Resultate. Viele nutzen ihre gewonnene Expertise, naja, meist nur die auf dem Papier, um selber unternehmerisch tätig zu werden. Die gründen ein Startup oder wechseln bei einem bestehenden Startup in eine hohe Position. Eine Studie von Capital aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass mehr als 500 Startup-Gründer in Deutschland ehemalige Top-Berater waren und dass 29% aller Unicorn-Founder in Deutschland ehemalige Berater sind. Wieder andere wechseln von hier auf die Investorenseite und gehen zu einem Venture Capital Fonds. Also die Möglichkeiten sind unendlich. Wenn ihr jetzt sagt, geil, das hört sich gut an, wie werde ich Berater, wie komme ich da rein? Heinrich schlüsselt es für euch auf. Was sind eigentlich die Profile, die die großen Strategieberatungen McKinsey, BCG, Bain tatsächlich einstellen? Wenn man auf die Zahlen schaut, ist es sicherlich richtig, dass der Großteil der Leute BWLer sind oder Leute mit einem technischen Hintergrund, Informatik, Maschinenbau, Engineering und so weiter. Aber gleichzeitig legen alle diese Firmen Wert darauf, dass sie auch sogenannte Exoten einstellen. Das sind Leute mit einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund, mit einem Hintergrund, der eben abseits der ausgetretenen Pfade liegt. Auch diese Personen werden eingestellt. Ich habe lange Zeit zusammengearbeitet mit einem Partner, der tatsächlich ein studierter Opernsänger war. Also ihr seht, es kommt gar nicht so darauf an, was genau man studiert hat, sondern es geht darum, will man das, ist das das Richtige für einen, kann man eben auch zeigen, dass man die notwendigen Skills und Fähigkeiten mitbringt. Wenn das der Fall ist, ist es eigentlich egal, was genau man vorher gemacht hat und sei es auch ein Medizinstudium oder ein Jurastudium. Ja, wie dem auch sei, stellt mal gerne eure Fragen in die Kommentare. Wir haben ein paar Berater angestellt, um sie euch zu beantworten. Sonst schaut auch mal gerne hier bei unseren Freunden von Hype Culture vorbei. Da geht es dieses Mal um den Trend von Techwear. Ciao, bis nächste Woche.